Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Sendung von Orga TV. Ich wünsche euch allen erstmal einen fröhlichen Nikolaus. Ich finde, dieses Jahr kann man sich mit dem kalten Wetter und auch schon dem ersten Schnee so richtig gut auf die Weihnachtszeit einstimmen. Aber leider ist nicht für alle unter uns die Weihnachtszeit eine sehr schöne Zeit. Deshalb finde ich es einfach super, dass es so Leute gibt wie Ingo von Ingos kleiner Kältehilfe. Wer noch nicht weiß, wer Ingo ist und was er und sein Verein alles leistet, der sollte sich auf jeden Fall unsere letzte Sendung anschauen. Denn in der letzten Sendung waren Ingo und Petra bei uns im Studio zu Gast und haben uns berichtet, was sie so alles tun. Ich finde das auf jeden Fall eine super Sache und hoffe, dass wir dem Projekt so zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen konnten. Die Weihnachtsstimmung ist auch leider bei unserem Teammitglied Fabio noch nicht so richtig eingeläutet. Das hat er uns ja letzte Woche erzählt. Er hat zwar durch das Experiment schon das ein oder andere Kilo abgenommen und er fühlt sich auch so generell besser, aber essen gehen mit der Freundin oder genüsslich kochen mit Freunden, einfach mal was beim Lieferservice bestellen, das ist halt leider nicht drin bei ihm. Wie er trotzdem so die Mittagspause mit Freunden verbringt, das sehen wir heute in seinem Beitrag. Hallo Leute, es ist jetzt Mittagszeit. Ich hole mir was zum Essen. Mal schauen, was es bei uns auf dem Campus im Edeka so alles Schönes gibt. Wir sind jetzt hier angekommen am Campusmarkt und wir schauen, was die alles für vegane Produkte haben. Lass uns reingehen. Hier haben wir schon mal die ersten paar Produkte, wo ich vielleicht vegan sein könnten. Hier sind ein paar Salate. So, ja, hier gibt es schon mal eine vegane Variante, wenn das jetzt nicht gefüllt ist, gefüllt, also doch nicht vegan. Das hier ist vegan, hier ist jetzt kein Schinken oder dergleichen drin. Hier ist noch Käse, nicht vegan, da ist Fleisch dabei. Hier gibt es dann noch schön Obst, als Dessert zum Beispiel. Was haben wir noch? Wir haben sogar noch hier Linseneintopf vegan. Die Nudelsalate sind alle vegan. Indischer Nudelsalat, asiatischer Nudelsalat, Mexikaner, überall vegan. Dann bin ich jetzt sehr positiv überrascht, dass es so viele Nudelauswahl gibt für Veganer. Also man kann Salate nehmen, Nudeln und natürlich hat man hier auch noch eine Auswahl an Obst. Aber ich weiß nicht, was ich nehme. Schauen wir mal weiter, was es alles so gibt. Also da ich mich ja momentan gesund vegan ernähre, überspringe ich mal hier die ganzen Süßigkeiten. Gehen wir mal weiter. Eine Wasserflasche für den Tag. Dann suche ich mir mal für heute ich habe Lust auf Linseneintopf. Als Dessert hole ich mir dann noch einen Obstbecher. Das wär's für heute Mittag. Ist jetzt nicht viel, aber ich habe auch nicht allzu großen Hunger. Ab an die Kasse. So Leute, die Dylan und ich essen hier jetzt zum Mittag. Wie ich sehe, die Caro hat einen Snack. Kleinen Snack, Nachmittagssnack. Genau, ein Apfel, wie das aussieht. Die Dylan, was isst du so Schönes? Ich esse Dönerfleisch mit Zwister.
Wow. Hast du extra eben gekauft, um mir die Nase lang zu ziehen, genau. Gell? Ich wusste, du isst nur vegan. Typisch Dylan. Aber so. Wirklich, ne? Wenn du probieren willst. Fabio, bist die Lage bei dir da? Ja, wie soll die schon sein? Das hier, leckerer Linseneintopf oder was das auch sein soll, Linsensalat. Gab's doch schon gestern, gell? Okay. Und vorgestern. Und vorvorgestern. Ja, mir schmeckt das halt gut, was soll ich sagen. So, und dann gibt's als Dessert noch einen schönen Obstbecher. Und zum Trinken habe ich jetzt diesmal nur Wasser. Ja, wäre ich auch an deiner Stelle. So, es ist wieder Mittagspause. Das heißt, wir essen wieder. Diesmal bin ich mit Madeline hier. Sag mal hallo. Hallo. So, kommen wir jetzt erst zu meinem Essen. Und zwar habe ich hier nur eine schöne Gemüsesuppe und einen Tee. Der muss halt sein. So, Madeline, ich komme mal zu dir. Ja. Oh, das sieht schon ziemlich leer aus. Was ist da noch übrig? Ich habe schon mein Salami-Brot gegessen. Ja, hab ich jetzt habe ich noch ein Käsebrötchen und noch ein Stückchen Apfelkuchen. Oh, Salami. Aber alles, was du nicht essen darfst. Salami fehlt mir am meisten, würde ich sagen. Kannst du gleich mal ein Stück Kuchen rübergeben? Ja, ihr macht ja euch nur eure Witze. Ich habe für alle Kuchen, auch für Fabio. Macht ihr nur eure Witze, ich esse jetzt meine Suppe. Ja. Ich lebe gesund. Oh je, da kann er einem aber wirklich leid tun. Aber gut, wenn man ein Experiment startet, dann muss man es natürlich auch zu Ende machen. Ne? Wie ich euch letzte Woche schon versprochen habe, haben wir heute einen Special Guest bei uns im Studio. Und zwar ist der Nikolaus da. Hallo. Hallo, lieber Hallo. Nikolaus. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass du gerade in dieser stressigen Zeit und besonders an deinem Tag zu uns gefunden hast. Sehr gerne. Wie du siehst, haben wir natürlich auch das Studio schön weihnachtlich geschmückt. Sehr schön, habt ihr das gemacht. Sehr gut, da freuen wir uns. Ja, lieber Nikolaus, wie geht's dir denn so? Erzähl mal. Gut, gut, gut. Ich habe eine lange Reise hergehabt, aber soweit geht's mir sehr gut. Sehr schön, das freut uns natürlich alle. Wie du bestimmt mitbekommen hast, beschäftigen wir uns dieses Jahr, also das Team von OrgaTV, mit dem Thema Arbeitsmarkt. Wie würdest du denn so die Situation auf dem Arbeitsmarkt momentan einschätzen? Ich habe eure Beiträge gesehen. Das freut uns. Und sehr schön. Naja, die Situation auf dem Arbeitsmarkt, es gibt immer mehr weniger Arbeitslose und die Wirtschaft boomt. Ja, also man kann eigentlich weniger Schlechtes sagen als die Jahre davor. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Und würdest du sagen, ist das alles super oder gibt es auch schon so ein paar Sachen, die einfach noch nicht optimal sind? Naja, grundsätzlich ist es nicht schlecht. Aber ich würde sagen, es gibt immer noch sehr viel Leiharbeiter, Minijobler und Teilzeitkräfte. Und es gibt natürlich auch mehr als 900.000 Langzeitarbeitslose. Okay, also da ist auf jeden Fall noch einiges, was man verbessern sollte. Auf jeden Fall. Aber gut, die Zeit wird's bringen. Und lieber Nikolaus, wie empfindest du denn diese neuen Arbeitsformen, die es heutzutage so gibt? Oh, das ist eure Reihe, die habe ich auch gesehen, ja. Genau, genau. Naja, ich bin ja eigentlich überall zu Hause und doch nirgendwo. Und ich arbeite auch viel von zu Hause. Das nennt man ja jetzt, habe ich gesehen, Homeoffice. Hast du schon was gelernt? Habe ich schon was gelernt, genau. Und naja, irgendwie ist es auch so, dass ich Work on Demand mache, denn im Dezember, da brennt's und da muss ich dann immer ran. Das stimmt, ja, wenn man das mal so aus der Perspektive betrachtet, auf jeden Fall. Und wie sieht's denn so aus bei dir? Also hast du eigentlich nur im Dezember viel zu tun oder auch so das andere Jahr? Oder wie teilst du dir deine Arbeit so ein? Naja, also im Dezember ist natürlich sehr viel zu tun und das ganze Jahr muss ich einfach gucken, dass die Kinder rechtzeitig ihre Geschenke bekommen. Also das ist so die oberste Priorität von dir? Genau. Und wie machst du das dann so? Gestaltest du deine Arbeitszeiten frei? Also kann man auch sagen, dass du flexible Arbeitszeiten hast oder hast du schon auch so einen geregelten Arbeitstag so von 9 bis 4? Naja, ich bin ja mein eigener Chef. Ich kann theoretisch auch das ganze Jahr faulenzen, nur dann bekommt niemand Geschenke. Aber das ist schon wichtig, im Dezember müssen die Geschenke da sein. Ganz genau. Und du kennst dich ja jetzt schon gut mit den Sachen aus, habe ich gemerkt.
Und wie stehst du denn so zu dem Thema Desk-Sharing? Desk was? Desk-Sharing, kennst du das noch nicht? Das habe ich noch nie gehört. Wirklich nicht? Ja, Gott sei Dank haben wir für den Nikolaus und auch für alle da draußen, die noch nicht wissen, was Desk-Sharing ist, einen Beitrag vorbereitet in unserer Reihe der Mogelpackung. Und damit ihr wisst, was Desk-Sharing ist und welche Vor- und Nachteile es so mit sich bringt, das seht ihr jetzt. Heute gibt's in dem Büro mit dem großen Fenster noch einen freien Platz. Den schnapp ich mir. Da kann ich so richtig produktiv mal arbeiten, in die Landschaft schauen, mich einfach viel besser konzentrieren. Wobei, wie soll ich denn jetzt das ganze Zeug darüber schleppen? Oh, hätte ich das vorher gewusst, was Desk-Sharing eigentlich heißt, hätte ich mir das nochmal überlegt. Bei der Arbeitsform des Desk-Sharing müssen Schreibtische so hinterlassen werden, wie sie aufgefunden worden sind. Die sogenannte Clean Desk Policy. Hat man sich bereits mit seinen Utensilien ausgebreitet, müssen diese zu Arbeitsende wieder zusammengeräumt werden, was sehr mühselig und zeitaufwendig ist. Moin zusammen! Sagt mal, wo ist denn der Dieter? Der saß doch gestern noch da. Ich brauch den heute. Wir haben doch die Präsi morgen. Du, keine Ahnung, wo der arbeitet. Der macht doch Desk-Sharing. Oh, hätte ich das vorher gewusst. Jetzt kann ich den noch mal im ganzen Gebäude suchen gehen. Da Routinehandlungen und feste Strukturen beim Desk-Sharing selten vorzufinden sind, lassen sich Mitarbeiter und Kollegen nicht immer am gleichen Ort antreffen. Schnelle Kommunikationswege durch bilaterale Verständigung sind aus diesem Grund kaum möglich. Na, 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 na. Ach, Desk-Sharing ist voll cool. Jeden Tag neue Kollegen kennenlernen. Oh, toll. Alles besetzt wieder. Wo soll ich denn heute jetzt arbeiten? Kann ich wieder heimfahren und Homeoffice machen. Das Prinzip des Desk-Sharings ist nicht für jedes Unternehmen sinnvoll. Wenn nahezu alle Mitarbeiter den Großteil des Arbeitstages einen Schreibtisch vereinnahmen, sind die räumlichen Kapazitäten des Unternehmens überlastet und die Mitarbeiter finden keinen Platz, um effektiv zu arbeiten. Tachchen, grüßi! Ich bin die Caro, ich mache heute Desk-Sharing hier. Was machen Sie denn? In welchem Bereich sind Sie tätig? Ich bin hier zum Arbeiten. Ich habe keine Lust auf Konversationen. Hätte gern meine Ruhe, ja? Boah, was ist denn das für ein komischer Kauz, ey? Wem soll ich denn jetzt heute Mittag essen gehen? Ich kenne ja keinen meiner Kollegen. Doch nicht so gut, jeden Tag woanders zu sitzen, ne? Durch das Prinzip des Desk-Sharings kann man keine konstante Bindung zu Kollegen aufbauen. Nahezu jeden Tag trifft man einen neuen Tischnachbarn und bleibt somit selbst eher anonym. Ey, schon wieder so ein voller Arbeitsplatz. Da kann man sich nirgendwo hinsetzen. Ey, ich setz mich jetzt hier hin. Was soll das denn? Mist, ey. Was machst denn du hier mit meinen Sachen? Ich war doch nur mal kurz Pause machen. Ja, wir dürfen nicht länger als 2 Stunden am Arbeitsplatz sitzen. Da ist doch ein No-Camping-Schild. Hier, da, No-Camping.
Dieses verdammte Desk-Sharing, das nervt mich ohne Ende. Bei führenden Softwareunternehmen zum Beispiel gilt die No-Camping-Regel. Mitarbeiter dürfen nicht länger wie 2 Stunden an ihrem Arbeitsplatz sitzen bleiben. Aber ist diese Arbeitsform wirklich so sinnvoll und müssen Mitarbeiter wie kleine Kinder behandelt werden und zu Ordnung und Kommunikation gezwungen werden? Desk-Sharing zerstört die klassische Bürostruktur und somit sinkt auch die Kreativität der Mitarbeiter. Jeden Tag seinen Arbeitsplatz neu einzurichten braucht Zeit, wodurch effektive Arbeitszeit verloren geht. Menschen brauchen feste Strukturen und geregelte Abläufe, was beim Desk-Sharing keinesfalls gegeben ist. Durch den ständig wechselnden Schreibtisch können die Mitarbeiter keine angenehme Atmosphäre schaffen und somit geht auch ein Stück Individualität verloren. So, lieber Nikolaus, jetzt weißt du hoffentlich, was Desk-Sharing bedeutet. Sehr schön. Sehr gut. Unser Orga-TV-Team hätte da noch so ein paar Fragen an dich, die sie sich schon immer gestellt haben. Und zwar kommt die erste Frage von unserem Teammitglied Caro. Lieber Nikolaus, was machst du eigentlich die anderen 364 Tage im Jahr? Ja, dann erzähl doch mal, was machst du denn so die anderen Tage? Naja, in erster Linie bin ich viel mit Beobachten beschäftigt. Es gibt natürlich sehr viele brave Kinder da draußen. Und es gibt natürlich auch sehr viele böse Kinder da draußen, die natürlich dann Kohle bekommen. Was mich dieses Jahr sehr schockiert hat, sind die älteren Menschen, die Manager von größeren Unternehmen insbesondere, okay, die gerade euch Studenten sehr viel Falsches erzählen und euch mit Versprechungen locken, die in der Realität aber ganz anders aussehen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und so aber im Schnitt, konntest du viele Stiefel füllen, oder? Naja, also im Schnitt waren alle sehr brav. Sehr schön. Waren sehr wenige Stiefel dieses Jahr, das kann man schon so sagen. Das freut uns. Und auch die Janine aus unserem Team hat noch eine Frage an dich. Lieber Nikolaus, wie bereitest du dich auf deinen großen Abend vor? Und wo bleibt eigentlich die Barbie-Puppe, die ich mir mit 6 Jahren von dir gewünscht habe? Oh, Janina, naja, also in erster Linie bereite ich mich vor, indem ich viel schlafe und natürlich, wie man sieht, ich esse auch viel und gerne. Und ich habe natürlich mich vorher schon informiert, Janina, irgendwie ist deine Barbie-Puppe damals verloren gegangen und unser Logistikteam hat sich darum gekümmert und darum habe ich dir heute eine Barbie-Puppe mitgebracht und will dir später das Geschenk überreichen. Oh, das ist aber sehr lieb von dir, lieber Nikolaus. Bei uns geht nichts verloren. Also das heißt, wenn die Kinder mal ein Geschenk nicht bekommen, was sie sich wünschen, muss man sich keine Gedanken machen. Keine Gedanken machen. Es wird ankommen. Okay, das, denke ich, freut auf jeden Fall viele Leute da draußen. Jetzt hätte ich auch noch eine Frage an dich. Und zwar hast du ja gerade gesagt, du musst immer gucken, dass dein Bauch auch schön rund bleibt. Und ja, die Kinder stellen ja immer Plätzchen und Milch für dich bereit. Ja. Und jetzt verrat uns doch mal, was sind denn deine Lieblingsplätzchen? Oh. Also am allerliebsten esse ich natürlich Spekulatius. Ich liebe es, wenn die Kinder mir Spekulatius hinstellen. Also alle aufpassen da draußen und Spekulatius bereitstellen für nächstes Jahr. Und jetzt hätten wir noch eine letzte Frage an dich, und zwar kommt die von Dilan. Lieber Nikolaus, bist du eigentlich nur in Deutschland unterwegs? Naja, ich bin aktuell in Deutschland unterwegs. Es war ein schneller und weiter Weg. Gestern war ich noch in Lissabon. In Lissabon, wirklich? Ja. Okay. Und wie war es da so? Wie hat es dir gefallen? War es gut? War sehr schön. Ja? Es war etwas wärmer als bei euch. Das kann ich mir vorstellen. Ja.
Unser Teammitglied Caro, die war auch im November in Lissabon und dort hat sie eine Kommilitonin besucht, die dort ein Erasmus-Programm gerade macht. Und wie Erasmus in Lissabon so zustatten geht und wie man sich dafür bewerben muss und auch so Weggeh-Tipps für Lissabon, das sehen wir jetzt in dem nächsten Beitrag. Hi, ich grüße euch hier aus Lissabon. Lieber Nikolaus, ich glaube, du hast ja gestern auf deinem Rückflug von Lissabon so ein paar Kabel zerstört. Was war denn da los? Oh, aber ich habe den Schlitten auf dem Dach geparkt. Vielleicht ist da was schiefgelaufen. Ich glaube, deine Rentiere, die haben da irgendwie ein bisschen Mist gebaut. Also, das müssen wir auf jeden Fall nochmal verbessern. So geht das nicht. Sonst wird nächstes Jahr dein Stiefel nämlich nicht gefüllt. Mhm. Aber ich denke, so 30 Grad Sonne und sowas im November ist auf jeden Fall sehr schön. Davon können wir bei uns nur träumen im Sommer. Aber solange es jetzt noch schneit und wir weiße Weihnachten bekommen, dann ist Weihnachten bei uns hier ja auch wirklich sehr schön. Und ich denke, mit dem Nikolaus hier zu Gast, da kann auch einfach nichts mehr schief gehen. Ich habe für euch auch noch ein paar Last-Minute-Tipps. Und zwar findet heute Abend ein Benefizkonzert statt für alle Kurzentschlossenen. Und das Benefizkonzert geht zugunsten der Stiftung Rückhalt. Und es findet um 19 Uhr statt in der Christ-König-Kirche. Und auch unter dem Motto Advent, Advent, es knallt und brennt, wird der Chemiesaal am 21. Dezember in ein rauchendes Pulverfass verwandelt. Professor Guido Kickelblick und Andreas Wolf versprechen wieder viele spektakuläre Experimente, bei denen chemische Energien in Feuer und Schall verwandelt werden. Los geht es hier um 9 Uhr im großen Hörsaal der Chemie auf dem Saarbrücker Campus im Gebäude C43. Und dann noch für alle, die schon fleißig am Lernen sind, denkt daran, dass die SULB in der Woche vom 18.12. bis zum 22.12. bereits um 18 Uhr schließt und von dem 23.12. bis einschließlich dem 1.1. geschlossen hat. Und jetzt passend zu dem Nikolaus hat sich natürlich auch das Team von Orgaliches auf den Weg gemacht und hat die besten Plätzchen rausgesucht. Und heute bekommt ihr da zu sehen, wie man die besten Kokosmakronen macht.
lecker, da könnte ich auch gerade welche essen. Ja, der Nikolaus hat mir übrigens gerade eben verraten, dass er eine Nachricht bekommen hat und da ist wirklich was schiefgelaufen gestern in Lissabon. Also keine Sorge, er repariert das bis nächste Woche und dann bekommt ihr natürlich den Erasmus-Beitrag nochmal in voller Länge zu sehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nikolaustag, genießt den Abend und habt Spaß und wir sehen uns nächste Woche wieder.